So, da bin ich. Ja, es geht ja um die Folge mit dem Guzuami-Ding. Ich habe gerade jetzt wirklich vor 2 Sekunden das Video rausgehauen. Also ich denke mal, braucht noch ein bisschen. So, jetzt haben wir den ersten. Hallöchen, zack. Das klappt doch gut hier. Der wird gleich voll sein, denke ich mal. Also nicht er, sondern der Clan. Also ich sehe gerade die Updates von YouTube daneben, also wie viele sich das Video schon angeguckt haben. Und von daher hält sich das im Rahmen. Ich schau mal auf deine Base. So, gucken wir mal. Bei The Hacker 7. Oh yeah. Das ist echt komplett gem. Hier, genau. Ich dachte auch gerade Luftfeger. Nochmal kurz checken hier. Und dann würde ich nochmal ganz kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Eine Bauhütte hat er, die nicht verwendet wird gerade. Aber ansonsten richtig gut dabei. Richtig cool. Sehr geil. Queen so weit oben schon. Respekt. Geil. Geil. Richtig cool. Richtig hier schön anti-hockmäßig mit den zwei Riesenbomben hier. Sehr cool. Läuft. Super. Finde ich richtig gut. So, ja, jetzt geht's langsam los hier. Hier MC Toasty. Bin ich gespannt. Hat die Hunde noch auf 1? Da bringen sie natürlich noch nicht so viel. Da merkt man wirklich einen großen Unterschied, muss ich echt sagen. Also zwischen einem Einser und einem Zweierhund ist da echt schon ein großer Unterschied. So. Ja, Luftfeger kommt da gar nicht hinterher. Da. Wir sind auch im Bereich Meister 3, also da geht es dann schon so ein bisschen auch nicht nur um den Loot, dass man sagt, oh naja, jetzt hat sich das ja gar nicht gelohnt, sondern da hat man natürlich dann auch noch den Bonus für den Bereich, ganz klar. So, und jetzt muss hier aber noch abgeliefert werden. Genau, King ist noch und Queen hält er sich noch vor, dass er die eventuell noch woanders platzieren kann. Jetzt, okay, warum hast du sie von unten platziert? Das ist doch eigentlich Quatsch. Du hättest doch von oben machen können. Das hätte ich mir, warum? Also, hätte ich nicht gemacht. Ich wäre von oben, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich will hier unbedingt das Gold noch snacken. Aber gut, okay, nicht weiter wild. Ja, das geht aus. Das passt. Das passt. Ja, wenn man auf die Zeit guckt, das läuft. Einwandfrei. Super Ding. Wie gesagt, wenig Loot, aber wie gesagt, durch den Bonus geht das dann schon. Das passt. So. Bitte danach Base bewerten. Mal gucken. Oxy hat angegriffen. No, ich sag mal, klar, für dich eine gute Sache gewesen, ganz klar. Würde ich natürlich auch angreifen, so ein Gegner, logisch, aber ist jetzt auch nicht der Burner. Aber wie gesagt, gucken wir uns mal an hier, wie die Ameisen hier, zack, 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 zack. 15er Queen, da würde ich sagen, da ist er schon ein gut ausgemaxter Rathaus 9er, würde ich sagen. Aber das sehen wir gleich. Ja. Luftabwehr noch hoch. Genau, die sticht gleich ins Auge. Mauern Level 8. Ist okay, ist auf jeden Fall okay bei 102. Okay, hast dir gesagt, okay, fallen die Nerven mich hier nur, die sacken voll ab. Dann vollkommen in Ordnung. Zur Seite gestellt. Ich habe öfter schon die Frage, also so mal gesehen. Ja, was ist denn? Ist ja doof, ist ja doof, ist ja doof. Hey.
Wenn die Fallen nerven oder eben nicht reaktiviert werden können, dann lässt man es halt. Fertig aus. Gar kein Thema. Expos gut verteilt. Die Lager halt eben auch wirklich schön in vier Teile in der Base versteckt. Und dann ist das in Ordnung. Innen drin halt das Dunkle, was richtig wichtig ist. Ich kann da wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Was ich natürlich sehe, sind halt Tesla auf 6, kommen die Zieh hoch auf 7. Und dann läuft das. Dann ist das nämlich in Ordnung. Ja, hier ist es auch halbwegs. Halbwegs. Guck mal, hier, der verteidigt die Tesla noch, aber der Rest dann schon nicht mehr. Eventuell noch irgendwie ein bisschen dichter, dass man sagt, Sammler ein bisschen weiter raus, dann dafür die Tesla hinter. So würde ich es eventuell machen. Aber nur als kleiner Tipp halt. So, weiter geht es. Das haben wir. Riesen. Ja, Riesen gibt es, kein Thema. Und bitte einen Bogencheck. Gucken wir mal, Sebastian Junior. Na, muss ich wirklich sagen, da kann man noch nicht viel sagen. Wirklich, das ist, da ist noch nicht viel. Guck mal, du hättest noch nicht mal auf Town Hall 6 gehen müssen. Du hättest erstmal schön hochmachen können. Bleib Town Hall 6 eine halbe Ewigkeit erstmal und safe bleiben. Ganz gechillt. Und wie gesagt, da kann man noch nicht viel sagen, wirklich. Nicht böse sein, bringt nichts da. Wirklich, ab Town Hall 7 kann man mit einem Base Review, wie es die anderen ja nennen, wirklich was sagen, ist meine Meinung. So, Gusua, ja, so, zack, zack, zack. Besuch wäre nett, gucken wir mal rein. Was der Martin hier am Start hat, das sieht nach einer richtig coolen Base aus, wobei ich sagen muss, die Magiertürme müssen noch. Die müssen noch schön auf 6 und dann sieht das hier ganz lecker aus. Die machst du dann auch schon auf 10. Ja, das ist in Ordnung. Schön die Fläche verteilt, aber guck mal hier. Ich sag's nur. Ich würde Magierturm und Luftabwehr tauschen. Würde ich wirklich machen. Weil du halt wirklich das ein bisschen weiter drinne hast, sage ich jetzt mal, die Lager sind ein bisschen mehr geschützt, meiner Meinung nach, durch den Magierturm, der davor ist. Weil guck mal, der Magierturm kann da nicht viel handeln. Wenn hier ein Bogi steht, hier was abballert, passiert dem nichts. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Nee, aber ansonsten sieht das hier schon echt ganz nett aus. Cooles Ding. So, bloß, dass die halt Bescheid wissen, weil man denkt sie, ja, Clan und du. Der ist auch okay. Man darf aber nicht vergessen, der hat nicht alles in Sammler und Minen. Also hier muss man schon ein bisschen mehr Power geben. Und das sehe ich bei den Truppen noch nicht. Es sei denn, du stellst dich richtig gut an. Ich bin wirklich gespannt. Ich meine, die Zeit sagt ja, dass es eine Weile geht. Aber ich bin gespannt. Ich würde jetzt mal sagen, das wird nichts mit in der Mitte. Nee, das. Den hätte ich nicht unbedingt gepostet. Nicht unbedingt. Nee, den hätte ich nicht gepostet. So, Michael 1 wird trotzdem natürlich angeschaut. Wo haben wir den? Dann muss ich mal kurz gucken hier. Gucken wir mal Michael 1. Zack, besuchen. 66. Oh, gerusht. Aber wie gesagt, ey, es ist halt so, fertig, so ist das. Aber du hast es einfach auch vom Loot her nicht leicht. Du hättest bei dem Gegner, hättest du viel, viel, viel mehr Loot bekommen, weil du zwei Rathäuser über ihm warst.
Ein Rathaus stört noch nicht. Das sind irgendwie, ich will nichts Falsches sagen, 5% oder sowas. Aber beim zweiten sind es, glaube ich, dann schon 20 oder 25% weniger Loot. Ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Da liegt es jetzt und ist tot. Ansonsten, von dem Layout, ja klar, logisch, total unterlevelt, ganz klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten halt, hast du halt den Magierturm nicht zu weit draußen, aber du hast halt zweimal Fläche nebeneinander. Wo ich auch sagen würde, ach komm, dann lieber die Minenwerfer ein bisschen weiter rein, dass die halt hinten noch ein bisschen mehr tätig werden können. Ansonsten wirklich, ja, alles maxen, klar, logisch. Weil du hast ja jetzt alle Chancen, jetzt maxen, maxen, maxen. Und ganz wichtig, was dir auf jeden Fall richtig viel hilft, hau die Bohrer hoch. Hau die Bohrer hoch, damit kannst du richtig was reißen. Dass du den King schon mal auf 5 machst und so weiter und so fort. Das wäre mein Tipp. Und Armeelager. Klar, es ist ein Schlag ins Gesicht. Klar, du musst erstmal da die ganzen Alex-Lager komplett hochmachen, dass du dir das überhaupt leisten kannst. Aber wirklich, ja, die Masse der An- oder ja, die Truppenmasse halt hochkriegen, dass du da wirklich gut mit angreifen kannst damit. So. Weiter geht's. So knapp unbedingt anschauen. Und jetzt wird es natürlich klar. Jetzt wird natürlich gespammt. Wir haben Barge. Ach, ist der eventuell Connection Lost gewesen und dann gerade so was geworden? Ja. Na, nee, war kein Connection Lost. Aber okay, war jetzt nicht. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Bestimmt was vom Rindenmulch. So, was ist mit meinem Kanal? Weiß ich nicht. Genau, gucken wir mal rein beim Ricardo. Einwandfrei, einwandfrei für Level 112. Richtig cool. Auch gut gefarmt. Kann man gar nicht meckern. Gar nicht. Stehst auf jeden Fall auf eigenen Beinen. Ich muss mal gucken. Tesla maxt. Das maxt die Bogitürme. Da. Die sind alle maxt. Das ist richtig geil. Hier, Luftfeger ist noch nicht komplett. Aber passt. Queen auf 10, vollkommen in Ordnung, kein Beinbruch. King auf 10, voll okay. Hau bitte noch hier den dunklen Bohrer hoch. Dunkler Bohrer auf jeden Fall noch hoch. Du wirst es mir danken. Wirklich. Das ist so das, was ich als nächstes machen würde. Die Bohrer hoch, dass du wirklich die Helden da einfach noch schneller nach oben bekommst. Das wäre mein Tipp an dich. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was spenden können. Brauchverstärkungstruppen kriegen wir hin. Bitte nicht anfordern. So. Was läuft? Hier, komm, für diese Aussage, da kriegen wir doch gleich mal einen Check hin, oder? Gucken wir uns den Dome 46 an. Geile Helden. Geile Helden auf jeden Fall, das passt. Genau, Teslas auch zeitgleich upgraden, dagegen habe ich gar nichts. Vollkommen in Ordnung, dann sind die gemaxt. Cooles Ding, cooles Ding. Dann nur noch die Bogitürme halt. Kanonen sind eben noch zu machen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Bogitürme und Kanonen hatte ich ja auch Ewigkeiten dann. Als letztes sozusagen, weil es mir auch hier und hier sehen wir das mit der Fläche. Das gefällt mir gut. Hier die Fläche davor, hier kann der Magierturm wirken. Und das ist das, was wir sehen wollen. Schön beschützende Funktion hier, einwandfrei, super gemacht. Schön die Mauern doppelt gestellt, aber natürlich mit dem Sicherheitsabstand einwandfrei. Gefällt mir richtig gut. Sehr gute Base. Gefällt mir gut. So, jetzt gucken wir mal, was der Marius hier hat. Oh, der hat einen inaktiven. Und dann mit
Go Wipe und zwei Schweinchen. Hier passiert eine Ewigkeit nichts, also die plänkeln rum. Man muss natürlich immer gucken, reicht die Zeit, reicht die Zeit. Das ist natürlich immer so eine tricky Nummer hier. Ganz klar. Und jetzt muss man halt wirklich gucken, ja genau, hier schön das Dunkle weggezogen, dass man wirklich sagt, gar nicht so in die Mitte konzentrieren, ganz genau. Queen regelt das auf der Seite, so soll das sein. Das ist cool. Schade, dass es da lang geht. Ja genau, sehr gut. Richtig cool. Gefällt mir gut. Hier ist es schade, aber so ist es halt. Obwohl, du hast noch zwei Packer. Ganz ehrlich, die hätte ich rausgehauen. Die hätte ich rausgehauen. Da wäre es mir das Dunkle wert. Aber okay, alles cool. Nee, läuft auf jeden Fall. Das ist schön. So. So, jetzt gehen wir mal hoch. So, Riesen, so. Hallo nochmal an alle. So, Ruhe, hier wird ja schon ordentlich rumgespammt. Egal, ja genau, ich hau mal Riesen raus. Bei sowas einfach nochmal eine Mail, so. Wie gesagt, ich halte mich da wirklich komplett bedeckt und ich muss wirklich sagen, ich finde Fred nicht schlecht. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn zwar auch nicht abonniert, aber das ist ja auch nicht weiter wild. Aber trotzdem gucken wir mal, ah ja, gut, okay und so weiter und so fort. Also das passt. Also ich finde wirklich, ich kann nie sagen, 1 Million, da bin ich gespannt. Herr Guzu hat mir gespendet, yeah, läuft bei dir. Sehr krass. Also ist mal was ganz anderes auf jeden Fall. Im Meister 2 Bereich. Würde ich jetzt aber mal ganz easy sagen, da hältst du dich auch mit einer ganz normalen Base, würde ich sagen. Meister 2 mit einer 19er Queen, ein 15er King, das ist, denke ich, schon machbar. Und die Mauern sind ja wirklich gut bei dir. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, oh, hier, die sind ja total blöd. Aber klar, ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, komm, ich behalte hier mein Dunkles, dass hier keiner rankommt. Weil klar, sind wir mal ehrlich, das ist auf nichts anderes bezogen. Hier soll das Dunkle halt beschützt werden. Und das war's. So. Ich dislike dich. So. 10 Sekunden bitte mal Ruhe. Ja, das wird nicht machbar sein. So, hier haben wir noch einen Angriff. Genau, erstmal wirklich direkt auf Sammler und Minen, dass man hier wirklich erstmal den gesamten Loot zieht. Und dann da oben sehen wir doch noch den Bohrer. Bora Bora, schade. 100 durch die Lappen gehen lassen, aber ansonsten passt das schon. Ist das in Ordnung? Ja. Hier, das möchte ich sehen. Besonders die Verteidigung, sehr geil. Das, da muss ich sagen, 1 Million, vielen Dank. Genau das ist das, was ich sehen wollte. Weil wir haben zuvor die Base gesehen und jetzt sehen wir halt, wie läuft das? Läuft das gut? Läuft das scheiße? Das wollen wir mal sehen. So, Go Wipe. Sehen wir ja, klar. Ah, und guck mal, wie die Packers da echt tackeln. Also, das ist schon echt übel. Alles, was sich denen in den Weg stellt. Das ist schon eine nette Nummer hier. Ja, und mit den Schweinereitern, ich meine ganz ehrlich, die Schweinereiter haben halt den Bonus, dass man sagen kann, gut, okay, ich kill die ganzen Mauern und sowas. Logisch. Aber wenn die Mauern halt nicht da sind, dann sind die so ein bisschen
ich sag mal, nutzlos. Deren beste Waffe ist halt das Mauern überspringen und das ist dann halt nicht gegeben. Und da sehe ich ganz genauso, das war's halt. Und schön, dein Dunkles gesaved, auf jeden Fall, läuft. So, ich mach mal hier noch ein paar Truppen. Angreifen kann ich später, das ist ganz klar, weil es ist Blödsinn, jetzt anzugreifen, jetzt wo viel los ist. So. Hier, Castor. Ich denke mal, er will auch nochmal gecheckt werden. Zu früh hochgegangen. Viel zu früh. Da hättest du noch einiges reißen können. Aber so ist es schön, dass du die Armeelager schon hochgezogen hast. Hier das eventuell auch ändern. Weil guck mal, du siehst es selber. Der Minenwerfer kann deinem Magierturm gar nicht helfen. Er kann dem nicht helfen. Klar, wenn natürlich ein Bogi davor steht, wissen wir selber, dann ja, logisch, klar. Aber ich denke mal, das ist klar, wie das gemeint ist. Also immer Fläche ein bisschen verteilen. Bauhütten müssen nicht beschützt werden. Raus damit. Dann lieber Sammler, Minen rein, fertig. Ist viel wichtiger. Hier auch. Guck mal, was du alleine pro Angriff mit der Riesenbombe, klar greifen die dich immer am Bohrer an. Was du die ganze Zeit immer in die Riesenbombe investierst, ist echt Unmengen an Geld. Und deswegen würde ich das nicht unbedingt so machen. Also auf keinen Fall höher gehen. Keep calm. Schön gechillt. Und richtig schön hochfarmen. So, wollte noch einer... Ich guck mal, was oben jetzt geschrieben wurde hier. Ricardo, hatte ich schon gemacht. So, das war's. So, das war's für heute. Meine Lieben, viele wurden so, jetzt hauen wir hier nochmal Truppen raus und das war's. Ich bin raus. Ihr macht's gut. Ciao, ciao.